Der Chris hat gespielt von Beginn an und ja, erste Halbzeit gab es schon eine Situation, wo er ganz außen, Höhe, Mittellinie mal den Ball hatte. Und es war halt wirklich einfach von außen schon sehr deutlich zu sehen, dass der Torwart wirklich immer vor dem 16er steht. Und hatte mir da halt schon in der Situation gedacht, ja, wenn er jetzt einfach mal den Kopf hochnimmt, dann kann er einfach mal blind aufs Tor schießen. Wenn er Glück hat, geht er dann sogar rein. Und ja, ich habe mir in der Halbzeit dann mal genommen, zur Seite genommen und habe ihm gesagt, dass der Torwart halt sehr oft und sehr weit vor dem Tor steht. Mark Lawrence kommt zu mir in der Halbzeit her und sagt, ja, schau mal, wo der Torwart steht. Und ich habe es in der ersten Halbzeit schon gesehen, dass er weit vorne steht. Hämlein! 60 Meter, 0-3. Dass er dann so reingeht, ist natürlich dann auch viel Glück. Und ich glaube, so ein Schuss aus 60 Metern, dass er so reinfliegt, da gehört auch Glück dazu. Aber ja, man hat gesehen, dass der Torwart weit vorne steht. Und ja, dementsprechend haben wir es mal versucht. Ja, dann kriegt er den Ball im Mittelfeld und dreht auf und ja, ich glaube, er hat noch nicht mal hochgeguckt, er hat dann einfach geschossen und ja, dass der Ball natürlich so überragend reingeflogen ist, hat er sich nachher schon bedankt bei mir. Wenn man Fußballer ist, jeder kleine Junge träumt mal davon, wie gesagt, diese Medaille zu bekommen und für mich ist da ein Traum in Erfüllung gegangen. Das war für mich eine überragende Geschichte.